Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast, auch deinem Lieblingspodcast, selbstverständlich. Und ich weiß nicht, wo du das Ganze gerade hörst, vielleicht im Auto oder sogar im Flugzeug, beim Wäschemachen oder beim Sport. Ich freue mich ganz besonders, heute eine Frau hier zu haben. Und meine Frau Rita, die ist ja absolut ausgerastet, als wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt haben. Und mit Vornamen heißt sie Sabine. Den Nachnamen kann ich mir super merken, weil Kartenspiel, ein japanisches Brettspiel und eine große Kirche machen zusammen Askedom. Richtig? Askodom. Aber sag Sabine zu mir. Sabine. Christian, sag Sabine, sag Sabine zu mir. Christian zu mir. Und uns beide, wir hatten eine ganz tolle Begegnung. Wir verraten jetzt nicht genau, was wir gemacht haben, aber wir haben uns in einem TV-Studio wirklich kennengelernt und so schockverliebt ineinander, wahnsinnig viel gelacht. Und letzte Woche haben wir uns zusammen die Lanxess Arena Bühne geteilt vor 15.000 Menschen. Und jetzt kommt erstmal ihre offizielle Anmoderation. Sie ist eine Frau, die sich selbst erfunden hat, mehrfach sogar. Ich war ein Lehrerkind. Du warst auch Lehrerkind? Ja. Ich war auch Lehrerkind. So, welche Fächer? Grundschule. Okay, ja, das sagt sie. Meine beiden Eltern waren Lehrer, bei mir nur meine Mama. Und da musst du dich entscheiden. Entweder wirst du selbst Lehrer oder dies oder steht für eine spannende Biografie, an deren momentanen Ende aus der Lehrertochter eine vielfache Bestseller-Autorin und Deutschlands wohl bekanntester Coach und Management-Trainer geworden ist. Das stimmt. Deinen Namen habe ich ganz am Anfang meiner Reise gehört, als ich mich überhaupt in dieses Feld reinbegeben habe. Mit 16 ist Sabine einer der ersten Fußball-Schiedsrichterinnen in Deutschland geworden. Nach dem Abitur ist die Lehrertochter nicht auf eine pädagogische Hochschule gegangen, sondern sie ist in der deutschen Journalistenschule aufgenommen worden. Das ist auch spannend. Die Gesamtauflage, jetzt können wir uns anschnallen, ihrer inzwischen 30 Bücher liegt bei mehr als einer halben Million. Einige haben es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Viele ihrer Bücher sind in anderen Sprachen übersetzt worden. Koreanisch, Chinesisch, Polnisch, Holländisch, Schwedisch, Italienisch, Französisch. Ihr Werk So coache ich sogar in Englisch. Wird es vertrieben in England oder USA? Nee, in Deutschland. In Deutschland, also auf Englisch. Über das Internet heißt Coaching My Way. Coaching My Way. 1999 hat sie ein Unternehmen gegründet, Askodom mit einem O. Live. Ass, wie das Ass. Ass, ich hab's wirklich mit deinem Namen. Spielkarte. Askodom. Yes! Ich hab's geschafft! Askodom. Jetzt weißt du, dass ich wirklich Gesamtschüler bin, ich spiele das ja nicht. Sie füllt Säle mit ihren Vorträgen von im Mehrgenerationenhaus in Bad 9a bis zur Porsche Arena in Stuttgart. Sie begeistert Zuhörer von Hamburg bis Klagenfurt und Bern. Sie hat Coachings in ihrer eigenen Fernsehsendung in Deutschland populär gemacht. Auch das, da bist du Vorreiter. Ja. Ich glaube, dass es jetzt ganz langsam wieder anläuft, ne? Dass die Massenmedien dafür offen sind. Sie coacht CEOs von Weltunternehmen und mittelständischen Unternehmen, Politiker und Schauspieler. Und sie hat natürlich ihre eigene Coaching-Methode entwickelt. Lösungsorientiertes Kurzcoaching, das durfte ich auch einmal sehen in der Sendung. Genau. Sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland, ausgezeichnet für ihr soziales Engagement. Ich werde verrückt. Herzlich willkommen. Ganze Menge, dass du oder? Da bist. Wow. Ja, ihr dürft klatschen. Ich bin jetzt schon schweißgebadet. Ich bin schon nach der Anmoderation durch. Was hier fahren jetzt manche Leute, die fahren jetzt gerade zum Amt und hören diesen Podcast und sagen, wie kann das sein in einem Leben? Wie hat sie das, wenn du sowas hörst, wie fühlt sich das an? Also ein bisschen peinlich, weil es ist irgendwie so viel. Und auf der anderen Seite spiegelt es wirklich mein Leben wieder. Und es gibt ja so Menschen, die sind vernunftgesteuert, ne, die überlegen und machen einen Plan, wo will ich in 5 Jahren sein oder in 10 Jahren sein. Und andere sind emotionsgesteuert, ne? Die bringen sich immer selbst in Schwierigkeiten. Und ich bin impulsgesteuert. Mhm. Also ich sehe eine Chance und ich sage, mache ich. Ich werde gefragt und ich sage ja, weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Mhm. Aber ich weiß irgendwo, ich werde es hinkriegen. Ja. Und ich habe halt oft ja gesagt. Und ich ziehe auch wirklich den Hut vor dir. Wir haben ja zusammen in der Lanxess Arena gesprochen. Und du stellst dich dahin vor 15.000 Leute und du erzählst einfach nur Geschichten. Ja. Geschichten, wie du in einem Fernsehstudio gesessen hast und die Leute liegen dir einfach zu Füßen. Ich fange jetzt mal mit einer ganz platten Frage an. Ist das lernbar oder bist du einfach so? Ja und ja.
Es ist lernbar, davon bin ich fest überzeugt, aber ich bin wirklich so. Also ich musste es nicht lernen. Ich komme aus einer Geschichtenerzählerfamilie. Das ist mir irgendwann klar geworden. Mein Opa hat uns Kindern immer Geschichten erzählt. Und wir saßen dann da um ihn herum und die beste Geschichte endete immer mit dem Satz. Und dann hörten wir in der Ferne Pferdegetrappele. Und wir, Opa, wie geht's weiter? Und er sagt, das erzähle ich euch nächstes Mal. Es ist nie weitergegangen. Es ging immer nur bis Pferdegetrappele. Aber der hat diese Spannung erzeugt. Ja. Dann hat er uns immer erzählt, dass er im Zirkus seinen Daumen verloren hat. Der hatte so einen Appendaumen. Und als ich größer wurde, wusste ich, er war Schreiner. Das stimmte überhaupt nicht mit dem Zirkus. Aber ich habe dem alles geglaubt. Also es liegt in der Familie, glaube ich. Ja. Und dann habe ich keine Bange, über mich zu erzählen. Eben auch Scheitergeschichten. Und mein erster Mann hat mal gesagt, meine Zuhörer wissen mehr über dich als ich. Weil du einfach so ein offenes Buch bist und damit offen umgehst. Ich stelle mich dahin und erzähle es. Also ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vorm Scheitern. Ich habe keine Angst, als der Idiot dazustehen. Weil ich denke, dann lernen Leute was draus. Vor allem, es macht nichts, wenn ich nicht perfekt bin. Und das ist ja meine große Botschaft, mit der ich unterwegs bin. Und die ist großartig, gerade in einer Zeit, wo wir gerade leben, wo durch Instagram gerade nur die schöne, heile Welt gezeigt wird. Und jeder denkt, wie soll ich so sein? Und das sind halt die Parameter für viele junge Leute. Und ich halte das für verhängnisvoll, dieser Optimierungswahn, in dem wir uns befinden. Also noch besser aussehen, noch sportlicher. Also ich habe mal irgendwann festgestellt, ich werde nie mehr wie Claudia Schiffer. Nein, ich kriege die 1,80 nicht mehr hin. Ja, das stimmt. Größe können wir nicht. Und ich glaube einfach, diese Optimierung, natürlich, ich will immer auch besser werden. Ich bin auch nie zufrieden. Aber diese Optimierungswahn macht Menschen kaputt, glaube ich. Und er treibt sie in so, in Sklaverei des Äußeren. Und ich bin viel mehr für Selbstakzeptanz. Ich glaube, die Welt hätte mehr davon, wenn mehr Menschen sich akzeptieren würden, wie sie sind. Mit ihrer Unzulänglichkeit, mit ihrer Unvollkommenheit ging es allen besser. Wahnsinn natürlich, was gerade auf der Welt abgeht, im Gegentrend. Ich war ja mal in Japan in der Schule, da hat sich eine junge Dame die Beine brechen lassen, um größer zu werden. Das ist in Japan ein Trend. Und wenn wir uns mal, und du stellst dich halt einfach da so hin, wie du bist. Eine Frage habe ich dennoch bei zwei Lehrer, also Eltern, die Lehrer sind. Haben die so einen Leistungsdruck aufgebaut? Ja. Wie war das damals? Wir waren vier Kinder zu Hause. Ich war die Jüngste, hatte drei große Brüder. Und die drei großen Brüder sind alle von der Schule geflogen, also von der weiterführenden Schule. Warum? Weil der Druck der Eltern zu groß war. Ich bin ganz sicher, das war Druck erzeugt Gegendruck. Wenn einer drückt, drückst du dagegen. Und ich war die Kleinste und ich hieß dann immer Kühners letzte Hoffnung. Soll ich vorstellen, was von das für Eltern? Eine Last war? Die hieß überall in der Verwandtschaft. Ich war Kühners letzte Hoffnung. Natürlich habe ich das Abitur gemacht, aber seit ich in der Oberschule war, hatte ich keinen Spaß mehr am Lernen. Weil ich wusste, ich muss jetzt, tot oder lebendig, ich musste schaffen. Und dann, um deinen Eltern. Und ich habe, glaube ich, mehr Angst vor dem Lehrer zu Hause gehabt, als dem in der Schule. Und das ist nicht gerade lernfördernd. Was haben die gesagt? Also du bist die letzte Hoffnung? Nein, die haben gesagt, ich muss es schaffen, A. Und B, wenn ich eine schlechte Note geschrieben habe, hat mein Vater das persönlich genommen. Also er hat gedacht, ich habe das nur gemacht, um ihn zu verletzen. Deswegen hatte ich auch die Schuld, weil er mich verhauen musste. Er wollte mich ja gar nicht verhauen, aber ich war schuld. Und das ist etwas, was ein Kind im Leben nicht braucht. Konntest du ihm das irgendwann verzeihen? 20 Jahre später. Er ist leider gestorben, als ich 19 war. Also ich hatte keine Chance, als Erwachsene das mit ihm noch auszudiskutieren, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ich glaube, so 20, 25 Jahre später hatte ich in 7 Büchern geschrieben, was für gemeine Menschen meine Eltern waren, war ich dann versöhnt. Nein, meine Mutter hat immer gesagt, sie kann meine Bücher nicht verschenken, weil sie ist immer die Böse. Irgendwann habe ich mich versöhnt, mit 54 Jahren. Echt? Ja. Und hast du mal überlegt, warum die so geworden sind? Du, das war die Kriegsgeneration, die waren gebrochen. Das waren gebrochene Menschen. Erstens kamen sie aus der schwarzen Pädagogik, die gibt es ja schon ewig gewesen. Und die haben gedacht, ich glaube wirklich heute, dass sie gedacht haben, du musst ein Kind brechen und wieder neu zusammensetzen, dann wird es ein ordentlicher Mensch. Aber sie waren leider ein bisschen nicht mitfühlend, nennen wir es mal so. Also sie waren ein bisschen sadistisch auch noch dazu. Also Kellersperren war sehr beliebt. Linsensuppe aufessen müssen, obwohl ich Linsensuppe nicht im Leben essen kann. Und das war alles ziemlich schlimm. Spannend, wie du es jetzt erzählst, weil für deine Eltern, die haben das wahrscheinlich ähnlich erlebt. So, genau so wahrscheinlich. Einfach weitergegeben. Ja. Ich habe gestern einen Podcast aufgenommen mit der Laura Seiler, den Namen hast du auch schon gehört, die hat ein Baby bekommen gerade.
Und die wurde ganz emotional, weil es ja auch einen Trend gibt aus Frankreich, Kinder zum Beispiel schreien zu lassen. Oh Gott im Himmel. So lange, ja. Bis die eben diesen Willen gebrochen haben, dass die dann nicht mehr schreien. Oh, und sie fingen sofort an zu weinen. Mhm. Und dann sich mal zu überlegen, was macht das aus einem Menschen? Ja. Ne? Jetzt könnte ich ja sagen, aus dir ist ja trotzdem das was geworden. Das hat meine Mutter mir immer gesagt. Aus dir ist ja trotzdem was geworden. Ja. Und ich glaube, du kannst es weitermachen und weitergeben. Und es gibt genügend schlagende Eltern, die das selbst erlebt haben. Und Gott sei Dank, da bin ich fest überzeugt, können wir uns entscheiden, es anders zu machen. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir einfach Opfer sind und dann machen wir das halt genauso. Mhm. Ich habe für mich entschieden, niemals zu rauchen. Meine Eltern haben beide geraucht. Mhm. Und niemals meine Kinder zu schlagen und anders zu werden als meine Eltern. Das habe ich, glaube ich, als 14-Jährige mir schon vorgenommen. Was hast du dir noch vorgenommen als 14-Jährige? Als 14 habe ich vorgenommen, ich mochte gerne schwarze Sänger und Schauspieler. Also, ich weiß, warum was auch nicht. Was hast du dir da genau erzähl ich dir gleich. Erzähl ich dir gleich. Ich weiß nicht, warum. Genau jetzt kann die Geschichte kippen. Sie kriegt gleich das Happy End. Okay. Also, ich mochte Sidney Poitier und die schwarzen Sänger. Obwohl ich glaube, ich habe einmal mal, ich weiß warum. Ich glaube, so als 5-6-Jährige waren britische Soldaten bei uns im Dorf. Damals war britische Besatzung noch und die haben da Manöver gemacht. Und da stand ein schwarzer Soldat auf einem Panzer, das werde ich meinem Leben nicht vergessen, und hat uns Cadbury-Schokolade verteilt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, das war irgendein Auslöser, weil sonst gab es bei uns keine Schwarzen. Aber spannend, und dass ich das so lange zwei so lange Monate dann wirkt, in München gelebt. Und in wen habe ich mich verliebt? In einen Schwarzen, einen Afrikaner, einen Eritreer. War 25 Jahre mit ihm verheiratet. Ja. Und ich habe immer gedacht, wenn mein Vater noch gelebt hätte, weiß ich nicht, ob ich mich getraut hätte. Aber es war offensichtlich ein Bezug da und es war gut. Und in der Zeit, als du 14 warst, hast du mal eine Vorstellung über dein Leben gehabt, wie es denn, also du wusstest jetzt einige Dinge, die du nicht wolltest? Ja, wöchentlich wechselnde, wie man das halt so hat mit 14. Ja. Also ich wollte Pastorin werden und, oder vielleicht doch Lehrerin oder dann vielleicht Eiskunstlauf-Weltmeisterin. Wollte ich werden? Ja, ambitioniertes Ziel. Ja, das Blöde war, ich habe nie Eislaufen gelernt. Ja. Habe ich immer festgestellt, es ist total schwierig. Das wird auch schwer dann. Es ist so schwierig. Aber diesen Wunsch hatte ich. Ja. Und das ist so witzig. Ich sah mich immer so, damals gab es Marieke Röck, nicht, wie hieß sie denn? Hans-Jürgen Bäumler und mit Partnerin, wie immer sie hieß, habe ich gerade vergessen. Und ich wollte sie natürlich sein, so von so einem dunkel gelockten Jüngling übers Eis getragen. Und ich stellte mir so vor, Licht von allen Seiten, Kameras auf mich. Ja. Und ich habe festgestellt, das kriegt man auch ohne Eislaufen. Ja, aber ich sag, du hast es ja jetzt, ja. Nur halt ohne, verrückt, oder? Ohne Eis. Aber es war, glaube ich, wirklich immer dieser Wunsch, wahrgenommen zu werden. Weil das Gefühl hatte ich zu Hause nie. Eine Rolle zu spielen, wichtig zu sein. Mhm. Und ich glaube, das habe ich mir über die Hintertür, über den Journalismus, habe ich mir das erobert. Mhm. Jetzt hättest du ja auch den Weg gehen können, Journalistin zu sein, angestellt bei irgendeinem großen Verlag. Mhm. War ich ja lange. Ja? Ja, das hätte ja aber auch so bleiben können, weil viele, die hier zuhören, in dem Bewohnerfrei-Podcast, das lesen wir immer in den Kommentaren hinterher, die stehen an diesem Scheideweg. Mhm. Mache ich jetzt mein Ding oder gehe ich in die Sicherheit? Mhm. Wie hast du das erlebt, damals als Journalistin zu arbeiten, als Angestellte? Wurdest du gesehen? Hattest du die Anerkennung, die du dir früher gewünscht hast? Also ich hatte eine Menge Anerkennung, weil ich war 6 Jahre bei der Zeitschrift Eltern und da hatte ich auch so eine Fanbase schon von Müttern. Also wir hatten einen Mann, der schrieb eine Kolumne. Und meine der Mutter schrieb hat immer, übrigens abonniert. Der hat immer gesagt, wie man es machen muss. Und ich habe geschrieben, wie man als Mutter ist. Mhm. Und die haben mich dafür geliebt schon. Aber im kleinen Kreis. Und dann, ich glaube, ich wäre immer noch Journalistin, wenn ich nicht einen Verleger gehabt hätte, der meine Ideen nicht ertragen konnte. Mhm. Also ich hatte eine Idee, in den 90er Jahren eine Computerzeitschrift für Frauen zu machen. Das war gerade als CT gegründet wurde und die anderen Computerzeitschriften. Wir haben die auch gemacht, eine Nullnummer, 40.000 Mal verkauft. Und dann hat der Verleger gesagt, nee, Frauen und Computer, das passt nicht zusammen. Weil die Auflage 40.000 wenig war? War ihm zu wenig. Nein, er konnte sich das nicht vorstellen, Frauen und Computer. Das war Mitte der 90er Jahre, das passte für ihn nicht. Frau und nett sein und hübsch und gut im Bett, alles gerne. Aber so ein Computer passte doch nicht. Und dann habe ich so gemerkt, du kannst ja deine Ideen nicht verwirklichen. Also ich war weiter als meine Umgebung. Und das kennen viele Leute. Sie sind weiter als ihre Umgebung. Und dann kommt irgendwann dieser Gap zwischen, was ich will und was ich kann und was ich darf. Und wenn der zu groß wird, glaube ich, dann zerreißt dich, dann musst du was machen. Ich glaube dennoch, dass die meisten trotzdem nicht diesen Schritt machen, weil die Angst so groß ist, dass danach nichts kommt. Hattest du einen Plan B? Nö. Ich habe immer gewusst, ich kann schreiben.
Also ich habe auch so mein erstes Buch nicht geschrieben, weil eine göttliche Stimme zu mir gesagt hat, schreib doch mal ein Buch, sondern ich brauchte Geld. Ich war, manchmal ist es ganz profan. Ich konnte nicht kellnern, Pole Dance gab es damals noch nicht. Und dann habe ich gesagt, was kannst du? Ich kann nicht schreiben. Dann habe ich ein Buch geschrieben. Und manchmal ist es so profan, wie wir anfangen, Dinge zu tun. Ja. Und dann habe ich ein eigentlich. Buch geschrieben, weil ich hatte zwei kleine Kinder, einen eritreischen Flüchtling als Mann. Wir brauchten dringend Geld. Und dann, was hat weiß der gearbeitet? Dein Mann? Der hat in einem Krankenhaus gearbeitet als Krankenfahrer. Mhm. Und war sehr erfolgreich in seinem Beruf, aber es wird halt auch nicht so toll bezahlt. Mhm. Und dann habe ich dieses Buch, so ein Taschenbuch, hieß Balancing Beruf und Privatleben im Gleichgewicht. Und das Buch begann mit einer Geschichte von mir natürlich. Ja, wie immer. Wie immer. Und dann habe ich da super Feedback bekommen. Ich habe 6.000 Mark damals dafür gekriegt, werde ich nie vergessen. Vom Verlag. Das hat mir echt geholfen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, was für eine Resonanz ich kriege. Und jetzt kommt der Unterschied zwischen angestellter Journalistin und Autorin. Ich bekam den Ruhm. Kannst du das vorstellen? Mhm. Wenn du so angestellt bist, die Zeitschrift ist toll, man kriegt auch mal einen Leserbrief. Aber auf dieses Buch kriegte ich, glaube ich, 100 Leserbriefe. Und den ersten werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Da schrieb eine Frau, liebe Frau Askerholm, ich habe heute Nacht ihr Buch gelesen und Sie sind schuld, dass ich solche Nackenschmerzen habe. Und ich denke, was? Und sie schrieb im nächsten Satz, ich habe die ganze Nacht genickt. Ist das schön? Und dann war ich versöhnt. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ey, ich bin vielleicht gar nicht so blöd, wie mir andere mal versucht haben einzureden. Und dieses Feedback hat mich wachsen lassen. Also man kann ja auf verschiedene Art und Weise Selbstbewusstsein bekommen. Langsam? Ja, langsam. 15, 20 Jahre, glaube ich. Man kann sich ja von außen, man kann von innen arbeiten. Innere Kind, Schnick, Schnack, Schnuck, alles Mögliche. Noch eine Gesprächstherapie, noch, du weißt, was ich meine. Ja, Klangschalen. Ja, sowas. Und ich habe mir das von außen geholt. Also ich habe mich getraut, Bücher zu schreiben und bekam plötzlich von außen mein Selbstbewusstsein. Dachte ich, oh, so doof bin ich nicht, das finden die gut. Wie ist denn dein Umfeld damals mit dir umgegangen, deine Freunde, als du gesagt hast, ich gehe jetzt hier, ich meine jetzt meinen Weg. Haben die das supportet oder waren Nein, ich habe einen Freundeskreis verloren. Das waren auch Menschen, alle angestellt, mittelglücklich, unglücklich. Aber wenn man da so rauswächst, und ich weiß, wie die bei dir heißen, und wenn man nicht mehr mitreden will darüber, dass der Nachbar ein neues Ledersofa hat, da wächst man schon raus. Aber da habe ich Gott sei Dank immer in meiner Familie Begleitung gehabt, die an mich geglaubt haben. Mein erster Mann hat an mich geglaubt, meine Kinder haben an mich geglaubt, meine Mutter hat dann auch an mich geglaubt irgendwann. Und dann habe ich ja nochmal eine große Liebe gefunden, also ich habe mich getrennt. Und der hat, das ist mein Fan Nummer 1, sagt er immer, und der hat mich wirklich gestärkt. Vor knapp 12 Jahren war das. Und der hat aus mir, glaube ich, den Menschen unterstützt, der ich heute bin. Mhm. Angstfrei, völlig angstfrei. Ich habe keine mehr Angst, seit ich Siegfried kenne. Der hat mir immer gesagt, du bist gut, wie du bist. Und was hat er mir immer gesagt? Auch du darfst mal ungerecht sein. Und ich bin nie ungerecht, das ist eine Unverschämtheit. Ich finde die Story so toll, wie ihr euch kennengelernt habt. Magst du die noch einmal erzählen? Weil da habe ich abends noch mit Rita drüber gesprochen, weil ich finde es, wenn eine Beziehung so anfängt, dass... Du meinst mit seiner Unverschämtheit? Nee, ihr wart doch immer im Restaurant. Also das war ja schon die zweite Phase. Okay. Die erste ist noch besser. Okay, dann nehmen wir erstmal die erste. Aber dann auch bitte die vom Restaurant. Vor 12 Jahren kam mein Buch aus, Lebe wild und unersättlich. Das war der Bestseller. Mhm. Und eine Woche vorher kriege ich und ich hatte irgendwie einen Preis bekommen, einen Coaching-Preis. Und in der Süddeutschen stand eine Geschichte über mich mit Foto. Und an dem Tag kriegte ich eine E-Mail von einem Diplompsychologen. Und er schrieb, sehr geehrte Frau Askedom, meines Wissens nach sind Sie Journalistin. Wie trauen Sie sich, sich als Coach auf die Menschheit loszulassen? Und ich denke, was für ein Arschloch. Hm. Lese Siegfried Brockert. Den kenne ich nicht. Wie soll der Quatsch? Sag zu meiner Tochter, du stell mal vor, da schreibt mir so ein Siegfried Brockert so doofe Mail. Und sie sagt, Mami, ich glaube, den Namen kenne ich. Du hast in deinem neuen Buch ein Buch von ihm in der Literaturliste. Oh. Da siehst du mal, wie Literaturlisten entstehen. Ja. Ist egal, anderes Thema. Und dann schreibe ich ihm zurück, Sie pumpen mich hier so an und ich promote sogar Ihr Buch. Schreibt er zurück, wie kommen Sie dazu, mein Buch zu promoten? Und das ging immer hin und her und irgendwann hat es mir Spaß gemacht. Mhm. Und ich sage immer, Frechheit siegt und er sagt, und darauf steht lebenslänglich. Ja. Jetzt sind wir 11 Jahre verheiratet. Und euer Date. Unser Date war so 6 Wochen später.
Wir haben uns dann so ein bisschen langsam angenähert, so ganz vorsichtig. Waren wir essen, in Bayern gibt es Hollerküchel. Das sind so Holunderblüten, ausgebacken in Bierteig und dann gibt es Marmelade dazu. Und wir hatten Hollerküchel. Was Leichtes. Was Leichtes für hinterher, genau. Und es war so eine weiße Damast-Tischdecke, weiße Servietten, alles ganz fein und wir aßen die Hollerküchel. Und er nimmt sich Marmelade und tropft die Marmelade auf diese weiße Damast-Tischdecke. Mhm. Und wie Männer das gerne machen, nimmt er sein Messer, um es wegzumachen. Kennt ihr die? Und macht so einen breiten Streifen. Genau. Ja, würde ich auch machen. Machen die meisten, glaube ich, ja. Und es war ihm so peinlich. Und er hat mir so leid getan, weil ihm das so peinlich war. Und dann nehme ich einen Marmeladenlöffel und klatsche mir Marmelade vor meinen Teller und streiche es breit. Und dann sagt er mal, in dem Augenblick habe ich sein Herz gewonnen. Wow. Du hast gerade gesagt, er ist dein größter Fan. Ich sage ja immer, Erfolg beginnt zu Hause. Also wenn wir dieses Rückgrat nicht haben, können wir im Außen gar nicht so performen. Kannst du das bestätigen für dich? Gegen Widerstand ist das schwierig. Oder denk an die, die du erwähnt hast, die eigentlich was anderes machen möchten und die haben lauter Bedenkenträger um sich herum. Hm. Lass das lieber, wirst doch nicht in diesen Zeiten, wenn ich das noch einmal höre, kotzig, sage ich immer. Hm. In diesen Zeiten. Na, welche Zeiten? Was war denn für Zeiten vorher? Hm. Haben unsere Großeltern bessere Zeiten gehabt? Hm. Nein, dummes Zeug. Und wir haben so viele Bedenkenträger. Und wenn wir da nicht jemanden haben, der sagt, ich glaube an dich, komm, trau dich. Hm. Eine Freundin hat zu mir gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe, bei mir kriegst du immer einen Teller Suppe. Und es hat mich so beruhigt, glaubst du das? Ja, aber Wahnsinn, dass Leute das glauben. Ja. Ne? Jetzt sitzt du auf der Straße. Nein, aber ich wusste, ich bin nicht allein, ich werde nicht verhungern. Hm. Es wird immer jemand geben. Vor allem in diesem Land hier, wenn wir ganz ehrlich sind, was soll denn passieren? Ne? Selten jemand. Wann hast du denn gemerkt, dass dein Ruf als Coach größer wird und dass deine Popularität steigt? Also ich glaube, wenn du in Deutschland jetzt fragst, weiblich, Coach, also ich Menge mal, Leute, ja. Lange noch nicht alle. Ich kenne. Aber eine Menge Leute. Ich habe Kolumnen gehabt. Also ich glaube, so Kolumnen sind ganz wichtig. Also ich hatte eine Kolumne viele Jahre in einer Sekretärinnenzeitschrift, was super war, weil die Sekretärinnen haben mich in die Unternehmen geholt. Hm. Die haben ihrem Chef gesagt, holen Sie mal die Ascolom, die ist toll. Genau, also hat das Telefon geklingelt und jemand sagte, ich hab sie meinem Chef empfohlen, sie machen bei uns einen Vortrag. Mhm. Und dann hatte ich jetzt 6 Jahre eine Kolumne in der Zeitschrift Donner und da habe ich nochmal meine Fanbase vergrößert. Die haben das geliebt, weil ich immer freche Ratschläge gegeben habe. Zum Beispiel eine Frage war, mein Sohn hat Firmung, aber ich kann meine Mutter und die Frau meines Vaters nicht an einen Tisch setzen. Ja. Und was soll ich tun? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, was ich machen würde? Sie nehmen die beiden Frauen und hauen ihnen mal ordentlich die Köpfe aneinander und sagen ihnen, das ist ein Fest meines Sohnes und ihr vertragt euch jetzt. Hm. Und die Menschen mögen solche Ratschläge und nicht, oh, da müssen sie gewaltfrei kommunizieren. Perfekt. Was glaubst du, machst du diese Sachen jetzt online weiter? Weil wir sehen ja alle, dass die klassischen Medien schon wirklich rapide an Lesern verlieren und Fernsehzuschauern. Statt Kolumne habe ich jetzt Facebook. Also ich liebe Facebook. Ich bin alter Facebook-Janer eingestiegen, als mein Sohn in Australien war, ne, um Kontakt zu halten, wie das immer so anfängt. Und ich bin ein wirklich Facebook-Fan. Ich habe über 10.000 Fans auf meiner Unternehmensseite. Mhm. Und sonst darfst du ja nur 5 haben. Mhm. Schmeiße ich mal 2.000 raus, dann kommen wieder neue. Und da schreibe ich, ich sage immer, Persönliches, aber nicht Privates. Also wird man meine Enkelkinder nicht sehen, aber ich schreibe über mich und eben warum, auch alles. Warum zeigst du die nicht? Weil ich nicht finde, dass man Kinder im Internet zeigen soll. Da bin ich ganz strikt. Das ist meine Meinung auch. Wir zeigen ja unsere Kinder Gibt's auch nicht. Fertig. Ja. Und ich schreibe über mich und nicht, wie doof andere sind, sondern was mir passiert. Mhm. Gut, manchmal sind andere mit doof in meinen Geschichten, aber das ist dann mit doof. Aber glaubst du, das ist die Geheimzutat von dir, dass du einfach dich selbst... Die anderen sind bei dir immer der Star und du bist halt derjenige, der stolpert, beziehungsweise... Ja, nicht immer, aber ich erzähle schon auch von Erfolgen. Ich habe ja angefangen zu malen Anfang des Jahres und hatte jetzt im Herbst 3 Kunstausstellungen, wo meine Bilder hängen. Sowas erzähle ich auch. Ganz, okay. So, ganz vorsichtig natürlich, aber na hallo. Nein, aber ich erzähle eben auch, ich nehme Stimmungen auf aus dem Netz. Also es gab mal letztes Jahr ein ganz süßes kleines Video von einem Häschen, das sagte... Ich habe Halsschmerzen. Ich glaube, ich muss jetzt in die Stadt gehen und mir was kaufen. Schuhe oder eine Handtasche. Und ich liebte diesen Film. Den habe ich lange nicht mehr gesehen.
Und jetzt hatte ich 4 Tage Halsschmerzen. Hast du dir Schuhe und eine Handtasche gegeben? Eine Handtasche. Und die habe ich dann abfotografiert, habe ich reingestellt und gesagt, ich hatte 4 Tage Halsschmerzen und ich habe mir was dagegen gekauft. Und da kriegst du 150 Kommentare. Und die Leute lieben das einfach. Albern sein ist es, glaube ich. Nicht mal immer Schlimmes erzählt. Albern sein ist so wunderbar. Leute wollen so gern lachen. Und alle schreiben nur, wie toll sie sind und wie doof die anderen sind. Oh, ja. Geht nicht. Die jungen Leute, die wir jetzt erreichen oft, die bei Instagram sind und eben diese wunderschönen Menschen sehen. Und du hast vorhin einmal kurz schon gesagt, dass du diesen Trend so furchtbar findest. Gefährlich, ja. Auch aus deiner Coaching-Rolle. Warum ist es so gefährlich und wo geht es hin? Weil, wenn wir im Dauervergleich stehen. Ich glaube, weil das Selbstbewusstsein der Menschen damit sinkt und nicht steigt. Also ich war ja eben bei Frauenzeitschriften auch und habe gesehen, wie morgens die Models reingekommen sind. Die hättest du niemals erkannt auf der Straße. Dann wurden die 8 Stunden gestylt. Dann sahen sie aus wie das Model, das sie sind. Und am nächsten Tag oder eine Woche später wurden die Fotos am Computer nochmal verändert. Das heißt, dann, es sind wir gar leben nicht in mehr einer Scheinwelt, von einer Scheinschönheit. Ich habe eine Übung, die ich manchmal auf der Bühne mache. Da können Leute sich mit Promis vergleichen und dann über sich selbst reden, so wie sie über den Promi reden würden. Und dann müssen die sagen, ich bin bildschön. Und das fällt ihnen so schwer. Und manche, Entschuldigung, ich hau immer auf mein Mikro, macht euch nichts, glaube ich. Und da fangen Leute das Weinen an. Oder ich hatte mal einen Mann, der hatte Bruce Springsteen. Und der musste dann von sich selbst sagen, ich bin hochmusikalisch, ich lebe Musik. Dann hat das Heulen angefangen. Weil es stimmte, als Jugendlicher war er so. Und dann haben seine Eltern gesagt, mach was Gescheites. Und dann hat er den Traum begraben und ist Zahnarzt geworden. Ist ja auch schön. Ja, und weißt du, was er dann erzählt schön, hat? Gerne Zahnarzt weißt du, was er dann erzählt hat? Seine Patienten erzählen ihm immer, dass er bei der Behandlung summt. Ist das witzig? Also die Musik bricht sich Bahn, aber es ist so schade, wenn man seine Stärken nicht lebt. Ja. Und ich glaube eben, dass die Optimierung Menschen klein macht. Ja, ich habe mal ein Bild gesehen von einem deiner Seminare und oft ist es ja so, dass wir Menschen anziehen, die so sind wie wir selber. Ja. Und in dem Moment war ich ganz überrascht, da waren extrem viele junge Leute da. Danke. Ja, nein. Ich rede jetzt von 19 bis 25, ganz viele junge, denen du was ganz Besonderes mitgibst. Ja. Einfach, dass es okay ist, so zu sein, wie wir sind. Ja. Und die haben auch keine Lust mehr, irgendwie den Sixpack daher zu zaubern und sich anzupassen. Ich glaube, die sind für mich die Hoffnung, dass die ihre Individualität leben können und wollen. Die wollen nicht werden wie ihre Eltern. Und da bin ich wirklich von Vorteil. Ich bin im Großmutteralter inzwischen und nicht mehr im Elternalter. Und ich glaube, der Großmutter hört man eher zu als den Eltern. Also die kommen mit einem ganz großen Vertrauen zu mir. Auch in Köln nach diesem Auftritt, ich glaube, ich habe 300 junge Männer umarmt. Das war ein Tag, sage ich euch. Hammer! Das war so, darf ich ein Foto mit Ihnen machen? Darf ich Sie umarmen? Klar, komm. Also irgendwas spreche ich da an. Ja, ist der Psychologe zu Hause dann eifersüchtig? Nein, oder? Überhaupt nicht. Nein. Kein bisschen. Okay. Also ich glaube ein bisschen doch. Ich habe es ihm nicht so erzählt. Mit Recht. Wenn wir jetzt nochmal auf dein Leben ein bisschen zoomen. Jetzt hast du deine eigene Coaching-Methode entwickelt. Wo kam die her und wie hast du das geschafft, das in die Coaching-Welt zu bringen? Weil ich glaube, hier im Raum und auch bei Leuten, die hier zuhören, sind unglaublich viele Ideen da. Und die meisten, wenn wir ehrlich sind, werden eben nicht mit dieser Idee groß. Ja. Wie hast du das gemacht? Also damals, als ich Coach wurde, vor 26 Jahren, gab es 2 Methoden, wie man Coach werden konnte. Also war noch fast unbekannt. Das war einmal NLP und ich mochte NLP nie. Warum auch immer? Ich sage mal, jeder muss ein Hobby haben. Ich mag kein NLP, fertig. Und das zweite war systemisch und das fand ich immer zu starr. Also erste Frage, zweite Frage, dritte Frage und außerdem bin ich so ein Rebell. Ich will immer mein eigenes Ding machen. Und dann habe ich einfach angefangen zu coachen und zwar wurde ich mal gefragt, machen Sie auch Einzelgespräche? Anfang der 90er. Ich so, klar mache ich Einzelgespräche, warum nicht? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das nennen andere Coaching und dann habe ich Coaching genannt. Und dann habe ich meine eigenen Methoden entwickelt, weil ich immer was Eigenes machen will. Ich hasse das, wenn Leute klauen. Wenn sie dir dann Zeug wegklauen und sagen, mach doch was Eigenes, Manno. Und der Witz ist ja, es gibt ja kein Coaching-Amt. Nein, wo steht's? Kriegst du keinen Stempel und keine... Und dann habe ich mal meine Methoden nach und nach entwickelt und dann hat mir dieser wunderbare Mensch, den ich dann geheiratet habe, gesagt, was du machst, ist positive Psychologie. Und ich sage, was ist das?
Hatte ich nie von gehört. Und dann hat er mir quasi den wissenschaftlichen Unterbau gegeben für das, was ich intuitiv gemacht habe. Und dann konnte ich ein Buch drüber schreiben, so coache ich. Und dann konnte ich die Ausbildung anbieten. Weil ich immer dachte, wenn ich das intuitiv mache, das kann ich doch niemandem beibringen. Mhm. Aber so mit diesem Unterbau und dem Rücken, so, dann ging's. Wie viele Coaches hast du ausgebildet? Ja, wir haben jetzt den 8. Lehrgang gerade nach Hause geschickt. Nach der Prüfung sind 120 Coaches jetzt. Wow. Und der 9. fängt im Januar an. Und die sind angedockt an dich oder machen die das einfach dann? Die machen das sehr individuell. Und das ist auch so ein Punkt, ich will nicht kleine Askodoms ranzüchten, sondern wir entwickeln die Coach-Persönlichkeit. Das heißt, jeder bekommt die Grundlage und die Voraussetzungen und dann müssen sie sich selbst weiterentwickeln und auch ihre eigenen Methoden entwickeln. Und meine machen das alle ganz gern, weil das haben sie gelernt. Und kannst du einmal paraphrasieren, was das ist, dieses Kurzcoaching? Also jemand kommt mit einem Problem? Nee, er kommt mit einem Wunsch. Mit einem Wunsch? Damit geht's los. Er kommt nicht mit einem Problem. Er kommt mit einem Ziel, einem Wunsch, also einem klaren Auftrag. Es geht immer ein Vorgespräch, ein Fragebogen, damit ich nicht 2 Stunden erstmal Rapport mit ihm herstellen muss. Ihr habt den schon, wenn der reinkommt. Und dann arbeiten wir 2 Stunden an dem ganz klaren Auftrag. Und das ist das Schöne am Coaching. Du machst jetzt nicht, wann hat der Hund gebellt, was hast du dich als Kind geängstigt, sondern wir sagen, okay, bis heute waren sie scheu und jetzt wollen sie nicht mehr scheu sein. Und dann gucken wir mal, wie sie das hinkriegen. Mhm. Also ich arbeite immer nach vorn und zwar mit einem klar umrissenen Auftrag. Und dann kannst du in 2 Stunden was machen. Du kannst in 2 Stunden nicht ganze Leben umkrempeln. Klar. Manchmal schon, aber egal. Aber du kannst auf jeden Fall den Wunsch, den jemand hat, sehr stark stützen. Und dann bist du ja auch noch auf die großen Bühnen gekommen. Also dann, wie war deine zum Beispiel Gedankentanken-Geschichte? Kanntest du die vorher? Warst du da vernetzt in dieser Speaker-Welt? Ja, ich habe zusammen mit 11 anderen Männern die German Speakers Association gegründet. Also ich war die eine Frau und ich wurde auch gleich gefragt, ob ich Schriftführerin werden möchte. Mhm. Und ich habe gesagt, nein. Und dann wurde ich gefragt, würden Sie trotzdem mitgründen? Ja. Ja. Und 2 Jahre später war ich Präsidentin. Ja. Und als Schriftführerin wirst du das niemals. Ja. Also das wusste ich immer. Und da bin ich natürlich in dieser Welt groß geworden. Wir haben in der Zeit, als ich Präsidentin war, die Mitgliedszahl von 400 auf über 800 gesteigert. Also das war richtig, das war die Zeit, wo der Speaker mal so richtig auf den Markt kam. Mhm. Ist gerade wieder so eine Zeit, ne? Ist gerade, ja, es gibt ja immer diese Wellen, genau. Und ich habe mich dann so ein bisschen zurückgezogen, ich war Hall of Fame-Mitglied und habe den CSP gemacht, diese amerikanische Ausbildung. Und es wurde mir dann irgendwann zu laut und zu trommelnd. Und dann habe ich mich jetzt ein bisschen zurückgezogen, ist auch gut, weil ich glaube eben nicht, dass man nach 3 Tagen ein Top-Speaker wird, sondern nach 20 Jahren. Klar. Und dass du die Voraussetzungen hast, ich mache selber Rednerausbildung, das geht alles. Aber ein Top-Speaker wirst du durch die Erfahrung. Du bist ja auch schon ein paar Jahre im Geschäft, oder? Ja, 20. Das hat Harry Belafonte gesagt, nach 30 Jahren bin ich über Nacht berühmt geworden. Mhm. Ja, das will halt immer keiner sehen. Das will keiner sehen. Ich glaube, dass die Ausbildung bei dir sehr wichtig ist oder bei wem auch immer. Ja, glaube ich ja. Nur die Erfahrung muss natürlich da sein und die müssen auch was haben, worüber sie reden können. Ne? Und sie brauchen einen eigenen Touch, also du brauchst einen eigenen Ansatz. Weil die Menschen wollen die Welt durch deine Brille sehen. Und wenn du gar keine Brille hast, sondern Google-Vorträge. Jetzt kennst du diese Google-Vorträge. Mhm. Ein Filmchen, 3 Fotos, Platon, weiß ich nicht, wer noch zitiert wird. Das kann jeder halten. Mhm. Nee, und deswegen braucht es die eigene Brille und es braucht den Mut zur Subjektivität. Ich bin davon überzeugt, sage ich. Nicht, es ist so, das mag ich nämlich auch nicht, wenn mir jemand sagen will, das verhält sich so. Ja. Ich sage, ich sehe das so, ich finde die Optimierung schlecht. Hm. Andere sagen, fette Kuh, kein Wunder, ne? Wirst du angegriffen auch? Nicht offen, aber ich weiß schon, ich höre schon manchmal böse Sachen, ja. Und im Netz? Gibt es da Leute? Nee, komisch. Also ich habe einen mal geblockt, der irgendwie... Einen Menschen habe ich mal geblockt, der irgendwie geschrieben hat, warum ich jetzt malen würde, ob ich Geld bräuchte. Das fand ich dann nicht nett. Hm. Ich fand es, und da sagt er, ach, darf man sie nicht mehr kritisieren? Der hat gesagt, das war keine Kritik, das war böse. Das ist der Unterschied, da habe ich keine Lust drauf. Okay. Und ansonsten weiß ich, dass ein bekannter Kollege von mir, der Top-Speaker in 3 Tagen ausbildet, gerne von mir als die übergewichtige Kollegin spricht. Ich will es auch gar nicht mehr erzählt kriegen, will ich gar nicht wissen. Aber glaubst du, dass es Menschen gibt, die nach solchen Kommentaren wirklich umkippen?
gerade wenn die so am Anfang ihrer Karriere sind, weil wir sind ja jetzt schon in einer Zeit, weißt du, früher vielleicht bei der GSA, da hat dir mal jemand gesagt, weißt du, Sabine, also wir beide werden wahrscheinlich nicht grün und jetzt hauen die Leute halt im Internet schon, schon mit der vollen Pranke zwischendurch zu. Erstmal wundert es mich, dass positiv, dass es bei dir nicht passiert. Nee. Das finde ich großartig. Dass du eine, die Community. Trauen sie sich nicht. Ja, oder die trauen sich nicht. Aber es gibt viele junge Leute, die gehen genauso raus, wie du das sagst. Die haben ihre Brille auf und stehen für was und kriegen natürlich eins vor die zwölf. Ja. Und da fallen auch viele wieder um. Also erinnere ich mich gerade an eine Sache. Ich hatte ja diese Sendung im Bayerischen Fernsehen, anderthalb Jahre lang, monatlich eine Coaching-Sendung. Und das war, da hatte ich in einer halben Stunde vier Gäste. Mhm. Und natürlich war das kein klassisches Coaching. Du kannst mit vier Leuten kein klassisches Coaching machen. Die kamen alle mit Wünschen dahin. 8 Minuten Coachings. Und dann haben Kollegen, ich glaube eher aus dem Psychologenkreis, Coaching-Verbandskreis, haben böse Briefe an den Intendanten geschrieben. Und das hat mir richtig geschadet, das weiß ich. Mhm. Und das fand ich schon schade. Wie lange ging die Sendung dann noch? Also anderthalb Jahre, aber dann hätten sie es ändern wollen. Ich habe gesagt, was ändert das, aber macht selber. Hm. Aber das hat mich schon getroffen, also muss ich schon sagen, da habe ich dran geknapst, lange Zeit. Weil wie kann man so böse sein? Ich habe gedacht, schreibt mir doch. Hm. Und schreibt, Frau, was sind Sie für eine Vollflasche? Das ist doch kein Coaching. Hm. Aber so direkt an den Intendanten fand ich hinterhältig. Das sagt halt immer was über die Leute meist, als über denjenigen, der angegriffen wird. Ich habe es auch überlebt, aber ich merke heute noch, dass mich das gebissen hat. Ja. Okay. Ich mag nicht so hintenrum Sachen. Wenn mir was ins Gesicht sagt, völlig okay. Kann man streiten oder sich versöhnen, aber hintenrum ist wobei ich wobei ich sagen muss, also in der Speaker-Branche, wenn wir mal über unsere Branche ein bisschen reden, da habe ich auch gedacht, die Leute sind alle super nett. Ne? Das sind ja die da auf der Bühne stehen. Das ist ja jetzt auch nicht... Die sind keine Heiligen, das sind nur Menschen. Und die sind genau wie alle Menschen auf dieser Welt. Wobei ich es nicht so schlimm finde, wie es dargestellt wird. Mhm. Also ich habe mit ganz vielen tollen Rednern ein gutes Verhältnis und die sind auch integer und nett. Und es gibt ja Granaten, wirkliche Granaten. Und ich glaube, dass die nicht dabei sind in diesem Kreis, die behaupten, dass die Speaker sich gegenseitig dauernd schlecht machen. Mhm. Aber ich glaube, es sind die das sagen. Hm, das stimmt. Ich glaube das nicht. Sein. Ich kenne traumhafte Kollegen. Du hast gerade von Amerika auch gesprochen. Mhm. Du warst wahrscheinlich auch mal bei dieser National Speakers Association und so. Super. Ich habe da mal einen Gedanken gehabt, als ich da war, wenn dieser Wettbewerb hier in Deutschland wäre, wie dort, also da hätten wir es auch ein bisschen schwieriger, oder? Ja, wir sind anders. Ich war in New York mit 60 Kollegen von der GSA, NSA Convention, 3000 Leute. Morgens Plenum. Die Türen gehen auf, ich war schnell draußen irgendwie und sehe, wie die Amerikaner rauskommen und die fragen ihren Nachbarn, what is your business, what is your signature story, so. Die Deutschen kamen raus und sagten, also der zweite Vortrag hat mir überhaupt nicht gefallen. Sie suchen sofort nach Fehlern. Du hast sie sofort gesehen, den Unterschied, sie haben es nicht kapiert. Man geht doch auf sowas nicht aus Fortbildungsgründen. Du gehst dahin, um Leute kennenzulernen, um dich zu vernetzen und das haben sie nicht kapiert. Dachte ich, das ist so sehr typisch deutsch. Typisch deutsch ist auch nach Fehlern zu suchen, immer. Natürlich. Ne? Ja, genau. Fast genommen, auf Ihrer zweiten Folie fehlt ein G. Weißt du, was ich dir mal sage? Ja. Das habe ich für Sie eingebaut, damit Sie es finden. Geht's Ihnen gut? Hä? Doof, oder? Aber dafür lieben die Leute dich ja. Ja, oder sie kommen und sagen, in ihrem Buch ist das Wort Cappuccino falsch geschrieben. Sag ich, Mai, können Sie es bitte direkt an den Verlag schicken, dass sie das bei der nächsten Auflage ausbessern? Ich nehme es inzwischen an. Das ist ja wie Impro-Theater. Du musst es annehmen und nicht ablehnen. Aber was denkt dein Kopf in dem Moment? Der Mensch braucht das gerade, der mir das sagt. Also ich bin Gott sei Dank inzwischen verständnisvoll. Warum sucht er danach? Nach dem? Weil er auch jemand sein will. Weil er auch wichtig sein will. Und dass er mir zeigen will, guck mal, du hast einen Fehler gemacht und ich habe es entdeckt. Nein, ich glaube, das ist fürs eigene Selbstverständnis bei manchen Menschen gut. Und deswegen unterstütze ich das jetzt. Wenn sich jemand danach besser fühlt, wird die Welt besser. Fertig. Ich kann es annehmen. Neulich sagt eine Frau zu mir, nach dem Vortrag, ich bin enttäuscht von Ihnen. Gott, was habe ich denn gemacht? Sie sagen? Das habe ich auch schon gehört. Sie sagt, Sie haben gesagt, wir sollen zuhören. Sie wissen doch, wir sagen hinhören. Wer wir? Wir Speaker und Trainer. Mhm. Und ich denke so kurz, ja, okay. Und ich sage, vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich werde es gern beherzigen. Was soll ich denn mit der streiten? Mhm. Und ich glaube, die wollen halt zeigen, guck mal, ich bin auch Expertin. Mhm. Ich weiß was. Mhm. Und ich gebe Ihnen gerne diesen Respekt. Den Sie ich finde es toll, dass das so ist. Das so ich bin halt ein paar Jährchen älter, weißt du, es hat sich schon ein bisschen abgeperlt. Apropos paar Jährchen älter, woher nimmst du deinen Drive, diese Energie? Also ich sehe dich jetzt, ich habe dich
ganz früh morgens gesehen, bei diesem Fernsehdreh. Ja, genau. Das war ja für mich gefühlt nachts. War auch nachts. War auch nachts. Da gab es übrigens leckeres Essen. Sehr überraschend leckeres Essen beim Fernsehen. Wo ziehst du die Energie her? Und da frage ich direkt noch eine Sache dazu. Es gibt ja gerade diese ganzen Sachen Morgenroutine. Meditation, jetzt muss ich mit nackten Füßen übers Gras laufen, dann trinke ich 3 Smoothies. Wie ist das bei dir? Kann man alles machen. Ich mache nichts davon. Ich mache das, was ich gern mache. Was ist es? Reden, hier sitzen, bei dir, dich treffen, dich kennenzulernen. Das bereichert mein Leben so ungeheuerlich. Alles, was ich mache, bereichert mein Leben. Und ich mache nur das, was ich gerne mache. Manchmal muss ich früh aufstehen und fliegen oder jetzt gleich wieder weg und fliegen. Finde ich nicht so toll. Aber ich mache meine Herzenssachen mit Menschen, die ich mag, die mich respektieren, die mich mögen. Was gibt es? Und verdiene noch Geld meistens damit. Also auch meistens, ordentlich. Ja, nicht. Man muss auch schenken können. Nein, man muss auch schenken können. Ja, danke, dass du hergekommen bist. Glaubst du? Aber nur der gut verdient, kann auch schenken. Ja. Ja. Deswegen lege ich Wert drauf, dass die Honorare ordentlich sind und mache keine Rabattierung hier wie verrückt. Mhm. Und dann kann man auch mal was umsonst machen. Also ich arbeite zum Beispiel total gerne für Pflegeheime, für Krankenhäuser. Und die kriegen einen super Sondersozialtarif, weil ich will mit solchen Menschen arbeiten. Und ich will das nicht verhindern dadurch, dass ich immer sage, unter 5.000 stehe ich gar nicht erst auf. Ich mag solche Sprüche nicht. Oder wir müssen die anderen ein bisschen mehr bezahlen. Klar. Zu was sagst du ja, zu was sagst du nein? Du kriegst ja wahnsinnig viele Anfragen gerade. Ich glaube, alle bekommen gerade wahnsinnig viele Anfragen, weil dieser Markt dafür ja auch da ist. Also dieses Jahr habe ich zu allem Ja gesagt, was kam. Weil im Januar ging es uns, im Frühjahr ging es uns überhaupt nicht gut finanziell. Da war gerade so, was ging gar nichts mehr. Deiner Firma? Meiner Firma. Ich habe 7 Mitarbeiter und wenn da nichts reinkommt, ist es ganz schön schrecklich. Woher kam das? Ich weiß es nicht. Als hätte jemand einen Stöpsel aus dem Telefon gezogen. Es hat einfach keiner mehr angerufen. Das gibt es manchmal. Und deswegen ist jetzt der Herbst ist gelaufen wie geschnitten Brot. Und da habe ich jetzt mal alles genommen, also was nicht bei 3 auf dem Baum war. Ich habe einen Vortrag bei den Schrotthändlern gehalten. Das war so klasse. Das sind die großen Recyclingfirmen. Ja. Das hieß früher Schrottsammler bei uns im Dorf. Ja. Und die waren aufgeschlossen, haben einen Spaß gehabt. Hätte ich früher vielleicht gesagt, ach nee, Schrotthändler vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Und ich war schon mal bei den deutschen Automatenaufstellern. Und ich habe immer so viele Vorurteile erstmal. Kennt ihr das so? Und dann habe ich dieser Geschäftsführerin gesagt, also ich weiß nicht, ob ich das machen möchte, ihr Image ist nicht gerade so toll. Da sagte sie zu mir, sagen Sie das bitte auf der Bühne. Dann komme ich. Okay. Also wenn ich das sagen darf, was ich denke, dann komme ich. Und deswegen habe ich viel weniger Vorbehalte als früher. Ich glaube, so meine Moralinengeschichte geht so ein bisschen zurück. Wenn du noch einmal, wenn ich da nochmal draufleuchten darf, auf den Jahresbeginn, weil dieses mit Scheitern, das ja auch, war auch dein Vortrag jetzt bei Gedankenteilen, wie man mit Scheitern umgeht. Wie reagierst du auf sowas, wenn Druck kommt? Du hast gerade gesagt, du hast 7 Mitarbeiter, Telefon gezogen, irgendwann geht das Geld aus. Also wenn nichts geht, reagiere ich? Besorgt. Ich glaube, besorgt ist das richtige Wort. Also ich bin nicht gelähmt oder sowas, aber ich konnte ganz schlecht schlafen in der Zeit. Was geht dir ans Herz? Ja, hallo, du hast Mitarbeiter, du hast ja meinen Vertrag, die müssen Geld verdienen. Und wenn du die Gelder nicht zahlen könntest, das wäre richtig schlimm. Und ich finde immer, Unternehmer dürfen auch schlaflose Nächte haben. Ja, viele. Weil deswegen unternimmst du was. Ja. Habe ich auch andauernd. Und dann bin ich Gott sei Dank jemand, der sagt, so und jetzt hier, Ärmel hochkrempeln, Taskforce, was können wir tun? Wir haben dann unsere Homepage ganz neu gemacht und ich habe meine beiden Kinder in die Firma geholt, ganz offiziell. Mein Sohn und meine Tochter sind jetzt meine Mitgesellschafter und die bringen richtig Schwung rein und die bringen neue Ideen rein. Die bringen halt so keinen Papierkalender mehr, sondern alles nur noch im Handy. Muss ich manchmal schlucken, aber es macht extrem Spaß. Aber du gehst das mit. Ja, und ich gehe auch Entscheidungen von denen mit, wo ich sage, ist das wirklich gut, brauchen wir das wirklich? Und es hat sich sehr bewährt. Also wir hatten ja, ich habe ja eine Woche vor Köln erst erfahren, dass ich da einspringen darf. Und mein das Sohn. Das finde ich auch eine spannende Geschichte. Ach, Wahnsinn. Übrigens, ne? Und du hast Freitag Anruf, nächsten Samstag hast du Zeit. Ja. Und ich hatte Anreise nach Bremen, also ich hatte Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann sagten die aber, ihr könnt noch einen Stand machen. Wir brauchen aber bis Mittag für das Programm eine Anzeige von euch. Und ich zu meinem Sohn, Sammy. Und er sagt, Mama, das kriegen wir hin. Manchmal sagt er Mutti zu mir. Mutti, das kriegen wir hin. Und der hat innerhalb von einer Stunde
diese Anzeige fertig gehabt. Der Stand stand, wir hatten Standbesetzung. Wir haben irgendwie alle Bücher, die irgendwo in irgendwelchen Schränken vergraben waren, zusammengetragen. Weil so schnell kannst du alle gar nichts bestellen. Und wir hatten einen Mörderstand. Wir haben über 300 Bücher an dem Abend verkauft. Wow. Und dafür brauchst du jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Und das Gute, mein Sohn war früher Koch. Hm. Der hat Koch gelernt. War ein Sternekoch. Und der ist zuverlässig. Und wenn dieser Sternekoch sagt, schneide mir eine Kiste Lauch in kleine Rauten, dann machst du das als Koch. Da sagst du nicht, was macht das für einen Sinn? Ist das nicht viel zu viel? Müssen das Rauten sein? Kann man nicht auch größere Stücke machen? Und das, diese Disziplin mag ich. Und meine Tochter ist für den Seminarbereich verantwortlich. Die hat einen Master in Training and Development. Mhm. Hat 3 Kinder bekommen, jetzt wieder voll eingestiegen. Ja. Und das ist extrem beglückend. Ich finde aber auch toll, wie du damit umgegangen bist. Ich kenne ja die Geschichte von der anderen Seite. Ich habe mit Laura Seilert gesprochen. Mhm. Und sie erzählt mir, ich kann das nicht machen mit meinem Sohn. Glaube ich. Ich habe mich gewundert, dass sie dachte, sie könnte es machen mit einem 5 Wochen alten Kind. Ja, und dann hat bei dir das Telefon geklingelt. Wer hat dich angerufen? Stefan Friedrich? Stefan persönlich, oder? Und wie hast du reagiert? Hast du sofort Ja gesagt? Ganz ehrlich, ich hatte vor einem Jahr von ihm schon die Anfrage, ob ich mitmache. Mhm. Und da war ich gerade verstrickt in Krankheit meines Mannes und alles zu viel und habe gesagt, mach's mal alleine. Ich musste, ganz ehrlich, schäme mich. Ich habe nicht dran geglaubt, dass sie diese Halle voll kriegen. Ich habe gedacht, oh, in so einer großen Halle, dann sitzen dann 2000 Leute. Ganz ehrlich, ich hatte keinen Optimismus. Das war mein Ding. Und dann habe ich gesagt, komm. Und als wir die Fernsehgeschichte gemacht haben, habe ich ihm gesagt, ehrlich, muss ich dir was erzählen. Ich könnte mich in den Arsch beißen, dass ich Nein gesagt habe. Und deswegen wusste er, ich hätte Lust. Und dann kommt dieser Anruf und ich denke, ey, das Schicksal meint's gut mit dir. Mhm. Warum glaubst du denn, ist die Halle voll? Warum glaubst du, sitzen hier Leute an einem Freitagabend und hören unseren Talk? Was ist da gerade los? Woher kommt dieses Warum in diese Richtung? Oder sind wir wirklich in einer Blase und wir sehen das nicht? Das ist die Blase ganz schön groß. Nein, ich glaube es nicht. Also man muss ja nur einen Abend Fernsehen gucken und dann weißt du, dass du da nicht, also ihr verpasst heute Abend nichts, glaube ich. Also, ja, hättet in dieser Zeit 4 Tote, 3 Entführungen und 2 missbrauchte Kinder sehen können. Und ich glaube, es ist genug jetzt langsam. Das haben die im Fernsehen noch nicht kapiert, weil die denken, man muss noch einen Krimi dazu tun. Die meistgesehenste Sendung ist Tatort, ne? Das spricht auch für eine Kultur. Das gucke ich von Anfang an nicht. Ich auch nicht. Weil ich kann das nicht ertragen. Nein, ich kann es nicht ertragen. Ich kann es nicht aufhalten. Guckst du Fernsehen zu Hause? Ich gucke schon ab und zu mal. Was guckst du denn? Der Bergdoktor. Echt? Ja, aber... Du, hier ist der Applaus, weil du machst dir das Leben halt schön, oder? Ja, und in aller Freundschaft gucke ich seit 20 Jahren oder 24, weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Ja. Ich kenne das, also meine Freunde ja, ne? Ja. Ich kenne das. Und wenn dann die sich nicht vertragen, dann bin ich traurig. Das sind so 2 Serien, die mag ich einfach und das ist unterhaltsam und fertig. Leidest du ein bisschen an diesem Pippi-Langstrumpf-Syndrom? Das sagen mir meine Freunde immer. Ich mache mir die Welt einfach schön. Also du könntest ja auch Tatort gucken, aber du guckst dir halt was Schönes an. Ja, und ich gucke auch Nachrichten, so ist es nicht. Also ich finde auch nicht, dass man nichts von dieser Welt mitkriegen sollte. Nee, das sehe ich auch nicht so. Aber man muss sich ja nicht noch aktiv unglücklich machen, das finde ich. Ich muss mich doch nicht aktiv traurig machen. Und ich kann das nicht sehen, wenn eine Vergewaltigungsszene gezeigt wird. Ich will das nicht sehen. Hm. Und ich will nicht ein Kind weinen sehen, das Angst hat. Hm. Das will ich mir einfach nicht antun. Ja, und das ist eine Entscheidung für mich. Mein Mann ist da ganz genauso, Gott sei Dank. Wir gucken das beide nicht. Ihr guckt, und dann spielen wir lieber Scrabble. Ne? Beim Bergdoktor. Er ist ja nicht so oft leider. Aber lass noch mal auf die andere Frage zurückkommen. Mhm. Warum war diese Halle voll? Gerade junge Menschen sind früher als die Älteren auf der Sinnsuche. Also im Coaching, da kommen ja so die 40-, 45-Jährigen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss noch was passieren. Und ich glaube, dass die jungen Menschen sehr früh angefangen haben, über die Welt nachzudenken. Und ich glaube, sie müssen auch ganz schnell denken übrigens, weil es einfach richtig den Bach runtergeht. Was geht richtig den Bach runter? Ja, also Umwelt, brauchst du den Umwelt angucken. Also ich habe neulich, und ich bin, habe ich noch gar nicht erzählt, ich bin ein Katastrophizer, ganz tief in mir drin. Ich glaube, dass diese Welt untergehen wird. Deswegen bin ich sehr fröhlich bei so kleinen Dingen, die passieren. Ist doch völlig wurscht, ob mich jemand grüßt oder nicht. Ha? Und dann sehe ich so Filme auch manchmal, leider muss ich auch sagen, so über die Zugspitze, die hat keinen Schnee mehr. Und der Gletscher ist in einem Jahr weg. Das macht mir richtig Angst. Und da kann ich mich reinsteigern. Und da sehe ich uns schon. Was macht das mit dir? Also sagst du dann, okay, ich muss jetzt was ändern, ich muss ganz schnell eine Stiftung gründen, die da. Oder wie gehst du damit um? Ich rede darüber.
Ich rede in meinen Vorträgen über meine eigenen Ängste. Sag auch, ich bin Katastrophizer, also andere müssen das nicht so nachvollziehen können. Das klingt jetzt groß. Das heißt, du liegst manchmal nachts wach und malst dir aus? Ja, oder? nur nachts jetzt gerade nicht. Aber wenn ich so einen Film sehe, stoppt mir der Atem. Ja, und ich denke, ich weiß, die Erde wird uns irgendwann abschütteln. Und dann denke ich immer, gut, dass ich nicht mehr 14 bin. Es ist ein bisschen gemein den 14-Jährigen gegenüber. Aber ich bin nicht traurig, dass es irgendwann vorbei ist, muss ich ehrlich sagen. Gleichzeitig bist du ja Großmutter. Und für die Enkelkinder. Die sind ja klein. Ich habe mal gelesen, jede Generation findet ihre Lösungen. Und da hoffe ich so ein bisschen drauf. Und das heißt also, diese Gruppe der jungen Leute jetzt, die, das sind die Sinn- und Warum-Sucher? Ja, glaub schon. Und die wollen mehr als make money, make more money. Wann glaubst du, kippt das in, wir ändern jetzt hier wirklich was? Ich habe gerade ein Interview geführt, fand ich ganz spannend, da mit jemandem, der so alt ist wie mein Vater. Mein Vater ist 82 und mein Vater sagt immer, wir glauben immer, dass wir gerade in dieser großen Transformationsphase sind. Mein Vater sagt immer, das ist absoluter Bullshit, weil er war genauso da drin, als die ersten Supercomputer gebaut wurden. Und der war Banker, der hat gesagt, die haben gedacht, die Welt geht unter. Und es sind aber mehr Leute auf die Straßen gegangen. Und mehr, das, wir haben halt jetzt einen anderen Kanal, das ist jetzt alles im Internet. Ja, ich glaube, es hat sich was qualitativ verändert. Ich bin auch viel auf die Straße gegangen. Gegen was? Und gegen Atomkraft und gegen Cruise Missiles und gegen weiß nicht was alles. Aber wir haben wenig gehandelt, wir haben mehr geplärt. Und ich glaube, dass die neue Generation weniger plärt und vielleicht jeder selber mehr handelt. Mhm. Und ich habe von meinem Mann einen Satz bekommen, der mich davor bewahrt, in die Verzweiflung zu fallen. Mhm. Und der hat einen super Humor. Und der hat immer gesagt, keine Angst vor der Zukunft. Zukunft gab es immer schon. Mhm. Und das hat mich total beruhigt, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann kann ich mich wieder einkriegen. Verstehe ich. Mhm. Und bei dieser großen Gruppe der Menschen, die jetzt wächst, wo sehen wir dich in den nächsten Jahren? Was wirst du tun mit all dem, was du weißt, mit all dem, was du kannst? Springst du auf diese Online-Kanäle jetzt auf? Machst du mehr Coachings? Gibt es eine neue? Du fragst einen impulsgesteuerten Menschen. Der kann das nicht beantworten. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich finde immer, die Welt ist viel bunter, als ich sie mir vorstellen kann. Ich plane doch nicht, wenn ich gar nicht weiß, dass es in 2 Jahren das und das Medium gibt. Sondern ich lasse mich inspirieren und dann tue ich. Mhm. Und ich war mal auf dem Weg in die Politik vor vielen, vielen Jahren und habe gemerkt, da bin ich zu eingeschränkt. Und ich glaube, ich mache heute mit meinen Vorträgen mehr Politik, als wenn ich als Politiker was machen würde. Weil ich möchte das Selbstverständnis und die Selbstverantwortung von Menschen stärken. Und du erreichst nicht nur eine Zielgruppe einer Partei, sondern überparteilich. Hunderttausende. Und das möchte ich, das Selbstbewusstsein. Was wolltest du in der Politik? Ich wollte was verändern. Ich war Willy Brandt-Fan. Erinnert ihr euch, es gab mal einen Politiker in Deutschland? Die sind alle viel zu jung hier. Es gibt sogar das Willy Brandt-Haus. Ja, genau. Mit einer Statue davor. Ich habe ihn mal erlebt und er hat auch für mein erstes Buch mir vorne ein Zitat reingeschrieben. Und ich habe seine Unterschrift, hängt bei mir an der Wand. Also ich bin ein Idealist und dachte, in der Politik könnte ich was erreichen. Und dann habe ich festgestellt, wenn die Gegner einen guten Vorschlag machen, muss ich dagegen stimmen. Und das hat mir absolut widersprochen. Ja. Ich habe gesagt, nee, raus da. Macht dein eigenes Ding. Und ich glaube, dass ich heute mehr Menschen, wie soll ich mal sagen, motiviere, was zu tun, als wenn ich jetzt ein Parteiprogramm folge. Und was ich wirklich an dir bewundert habe und bewundere jetzt auch in diesem Gespräch, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, als impulsgesteuerter Mensch, du willst auch gar nicht irgendwo ankommen. Viele haben ja so ein Lebensziel. Ja, jetzt mit haben 50 die das. Will ich am Strand liegen. Grauenvolle Vorstellung. Viele haben das ja. Und du hättest sagen können, okay, ich bin jetzt Bestseller-Autor. Ich habe jetzt vor 15.000 Leuten gesprochen. Aber das turnt dich alles nicht so an, sondern du liebst das in dem Moment. Das ist Moment. Doch normal. Mhm. Also ich habe ja dieses Bundesverdienstkreuz. Als ich das kriegte, habe ich mich schon gefreut. Dachte ich, wow, für mein soziales Engagement. Bekommen? Und das hat mir gefallen. Mhm. Nicht für meinen Beruf, sondern für so. Und dann habe ich mich gefreut, habe es nur angeschaut, habe es weggelegt. Und damit war es aber auch gut. Also ich solche Meriten machen mich nicht glücklich. Mich macht das Tun glücklich. Mhm. Deswegen hoffe ich, dass ich noch 10 Jahre auf Bühnen stehen werde. Mhm. Früher habe ich immer gesagt, ich möchte mit 90 auf der Bühne tot umfallen. Und jetzt sage ich immer, die armen Leute, die davor sitzen. Ist ja auch unmenschlich. Aber mit 90 fröhlich einschlafen, gerne. Ja, aber bis 85 Bühne ist okay? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Du, vielleicht verdienen meine Kinder dann so viel Geld, dass ich sage, Privatier in irgendwo. Hm. Vielleicht. Aber vielleicht. Ich stelle die Frage ja sonst am Ende, auch um auf die Krise zu Beginn des Jahres nochmal zu kommen. Was ist denn Geld für dich?
Siehst, ist das Energie, ist das Papier, ist das, was ist das? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe viele Jahre Geld unterschätzt. Mhm. Also ich war arrogant genug zu sagen, pff, ich will kein Geld stapeln. Habe ich auch nie hingekriegt, deswegen. Ich war immer großzügig. Ich habe ja nie bei den Lehman Brothers investiert, sondern immer bei den Askodom-Kindern. Mhm. Das war mir wichtiger. Und ich habe letztes Jahr, also in dieser Krise gelernt, Geld ist auch ein Wert. Mhm. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht. Heißt das, du hattest keine großen Rücklagen? Ich hatte immer irgendwelche und dann gab es irgendwas und dann musste das weg. Also ich habe dir immer... Dann musste das weg. Ja, es braucht Liebe für was anderes. Nein, mal ein Beispiel, was gar nicht so witzig ist. Ich habe ja eine Familie noch in Eritrea. Mhm. Ich kenne die ja alle, ich war ja oft in Eritrea. Mhm. Und dann kriegten wir mal einen Anruf an einem Samstag von Schleppern vor Lampedusa. Eine meiner Nichten, meiner afrikanischen Nichten, ist auf dem Schiff. Und wenn wir jetzt nicht gleich 4.500 Euro überweisen, dann schmeißen sie ins Meer. Was machst du denn? Sagst du, schmeiß? Ja, auf keinen Fall. Und so gab es so viele Gelegenheiten in meinem Leben, wo ich das Geld für was Besseres ausgegeben habe und eben nicht angehäufelt. Und ich weiß heute, Gott sei Dank hatte ich es, sonst hätte ich es nicht machen können. Also ist mir klar geworden, Geld ist ein Wert. Hm. Ich überschätze ihn nicht, aber ich schätze ihn jetzt mehr als noch vor einem Jahr. Verstanden. Ja. Also wir haben uns im Büro ein Schild geschrieben, das heißt, da steht drauf, Geld verdienen ist nicht schlecht. Mhm. Also, ja, viele haben ja auch einen negativen Mindset dazu ja, im Kopf. Ja, ne? Hatte ich, absolut, ja. Ich fand es immer, also mein Mann hat immer gesagt, wir brauchen 1 Euro mehr, als wir brauchen. Hm. Das ist eigentlich klug, aber 1 Euro mehr ist halt in Krisenzeiten so wenig. Verstanden. Ja. Und dein Money-Mindset kam noch von ganz früher oder wo kam ich der her? Ich komme aus einer Beamtenfamilie, da sprach man nicht über Geld. Ich glaube, das hatte damit zu tun, ja. Okay. Und dann auch so ein bisschen so ein Kapitalismusverweigerung, weil so einen ganzen Käse mache ich nicht mit. Hm. Hm. Sehr spannend. Bevor wir haben ja heute einen Live-Podcast und die dürfen dir auch noch ein paar Fragen stellen. Ich habe hier eine Liste von 77 Fragen, die musst du nicht alle beantworten. Ja, gut, 10 Minuten haben wir. Sondern du darfst dir eine Zahl aussuchen zwischen 1 und 77 und das sind Fragen, die uns mal geschickt wurden. Jetzt kann irgendetwas kommen. 51. Wenn du nur noch eine Geschichte erzählen könntest, welche wäre das? Ah, oh, die mit dem grünen Seidenkleid. Dann müssen wir auf YouTube gucken, das dauert zu lang, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber die Geschichte ist so eine, da weiß ich, dass Menschen strahlen hinter, sie lachen sich weg. Also so viel Freude kannst du mit keiner anderen Geschichte schaffen, deswegen die. Das stimmt, mit dem hochgerutschten Seidenkleid. Wie war es noch mit Tennisball großen Schweißperlen, genau, die dir den Rücken runtergefahren sind? Und damit machen wir jetzt einen schönen Loop auf, weil das sollen sich dann alle anschauen, wenn das Gedankentanken-Video rauskommt. Und dann machen wir jetzt den Raum auf und ihr könnt noch ein paar Minuten Fragen stellen, was ihr gerne von Sabine wissen möchtet. Einfach die Hand heben und ich wiederhole dann die Frage, dass ihr auch auf dem Band ist. Alle. Ich habe sie tot gemacht. Ja, genau. Was möchtet ihr gerne wissen? Schuhgröße? Ja, Schuhgröße? 41. 41. Was findet ihr noch spannend? Ja. Also ich wiederhole, damit wir es auf dem Podcast auch hören können. Was ist dein Wozu, dein Warum, dein Stern? Nordstern. Also, ja. Ich bin Idealistin, ich glaube an eine bessere Welt. Und ich glaube, dass man Menschen über Geschichten und Reden dazu bringen kann, die Welt ein Stückchen besser zu machen in ihrer kleinen, in ihrem Minikosmos. Und ich vertraue diesem Minikosmos. Wenn ganz viele solche Minikosmosse entstehen wie unser, glaube ich, wird die Welt besser. Und daran glaube ich ganz fest. Hm. Also mach in deiner kleinen Umgebung was gut und dann, glaube ich, wird es so viele Punkte geben, die mehr strahlen als andere. Kleine Nordsterne. Danke. Hat dann auch die Welt noch eine Chance? Für die Welt hat immer eine Chance. Du, im Zweiten Weltkrieg hat keiner mehr geglaubt, dass die Welt noch eine Chance hat. Hm. Also deswegen glaube ich, wir jammern auch auf hohem Niveau, wobei ich das wirklich gefährlich finde, wie wir umgehen mit dieser Welt. Hm. Aber ich glaube wirklich, dass Menschen es immer schwer hatten. Weißt du, in den regenreichen Jahren, als die Iren alle auswandern musste, also sind die Kinder reihenweise gestorben. Wir tun so, als wäre es so ganz außergewöhnlich, wie wir leben. Hm. Also ich glaube, die Welt hatte immer mit uns Menschen zu kämpfen. Hm. Und es gibt immer eine Lösung. Ich saß mal heulend in einem Taxi, das weiß ich, das war in dieser schwierigen Zeit. Und dann sagt Schwierige Zeit jetzt. Jetzt im Januar, Februar, März. Und dann sagt der Taxifahrer zu mir,
Ach, junge Frau, ging es mir schon wieder besser. Der hatte so einen Methusalem-Bart, das war echt spannend. Sagt er zu mir, meine auch heute. Es gibt, echt, ja. Es gibt immer eine Lösung, auch wenn Sie sie noch nicht sehen. Glaubst du, dass mir das extrem geholfen hat? Mhm. Und daran glaube ich. Spannend auch, dass ein Taxifahrer mit einem Satz, der extra ist, Wahnsinn, oder? Ich habe immer gedacht, wer hat mir den geschickt? Hm. Und ich wusste, die Taxizentrale. Wer hat dir den geschickt? Die Taxizentrale. Ich bin nicht so, ich glaube jetzt nicht an den großen Füger und den großen, das große Buch, in dem alles steht. Ich glaube an ganz, ganz viele sehr sinnvolle Zufälle, die passieren. Es fügt sich. Aber ich glaub nicht an einen Warum Füger. Fügt es sich bei dem einen und bei dem anderen nicht? Weil der eine vielleicht die Chancen nicht nutzt, die er kriegt. Also ich glaube, diese Zufälle können zu Chancen werden, wenn du zupackst. Hm. Und viele gehen halt vorbei und wenn du dich nicht traust zuzupacken, ist wieder einer weg. Die Hand, die dir auch gegeben wird, ne? Ja, und auch die Gelegenheit, Ja zu sagen. Hm. Ich schreie immer Ja. Hm. Ob ich es kann oder nicht, werde ich sehen. Also, Dings Arena da, Köln Arena, pff, und? Und dann stehst du da und denkst, ja, genau das wollte ich. Ja. Viele Leute. Aha. Wer möchte noch was fragen? Ja. Wenn Zeit, Geld und Ressourcen keine Rolle spielen, welche eine Sache würden Sie morgen sofort aus der Welt schaffen? Ich wiederhole nochmal für alle, die zuhören. Wenn Zeit, Geld und Ressourcen keine Rolle spielen, welche Sache würdest du aus der Welt schaffen? Wie fasse ich alles zusammen? Machtgehabe, Machtgefühl. Weil ich glaube, das größte Unglück kommt über Machtgefühl. Egal, wo du hinschaust auf dieser Welt, es geht um Macht. Also wenn du siehst, was sich Menschen trauen aus Machtgefühl heraus, wie sie Unternehmen in den Bankrott führen, Länder in den Krieg führen, Menschen in Armut führen, da kann ich bekloppt werden. Hm. Wie gehst du mit solchen Menschen um? Meidest du die? Sprichst du mit denen? Du erlebst es ja auch in Unternehmen, ne? Nee, die anderen holen mich. Die Guten? Ja, Gute oder die. Und das glaube ich wirklich, du ziehst die an, die passen. Ich werde nicht von solchen Machtmenschen geholt, die holen sie andere. Spannend. Auch im Coaching kommen solche Leute nicht. Es kommen die anderen. Mhm. Ja, du hattest von Wellen gesprochen in der Speaker-Branche. Und aktuell ist wieder eine größere Welle, wahrscheinlich noch größere als damals vor 10, 15 Jahren. Aber so eine Welle heißt ja auch immer, irgendwann geht es wieder, wieder ab. Ja. Siehst du sowas? Ist da überhaupt was in, aus meiner Perspektive steigt das gerade immens und sieht keine Welle, die wieder. Ich genau. glaube, um es zu wiederholen, steigt, damit wir es auf dem Band haben. Ja, genau. Die Wellen in der Speaker-Branche. Wo siehst du das? Wird die weiter anschwellen? Geht die schon wieder zurück? Was ist auch als ehemalige Präsidentin der GSA? Du hast ja so einen Überblick. Ich glaube, wir haben zwei Wellen, die sich überlagern, wie ja oft in dieser Welt. Es gibt einmal die hohe Welle gerade von Menschen, die Speaker werden wollen. Aber ich glaube, die Welle, die Speaker beschäftigt, ebbt ab. Das wird ein Problem irgendwann. Und dann hast du die Speaker, die es unbedingt werden wollen und die das für ein Geld machen, was ein etablierter Speaker niemals gegenhalten kann. Also da sehe ich gerade so eine Welle. Ich sehe gerade eine Welle, dass in Unternehmen Weiterbildungsetats gekappt werden, um nicht zu sagen gestrichen werden. Und da denke ich schon, oh lalala, wer will in Zukunft noch so einen lustigen kleinen Vortrag haben? Nur das erlebe ich auch seit 30 Jahren und von der, glaube ich, wird irgendwann auch da die Welle wieder hochgehen. Ich bin, glaube ich, inzwischen ziemlich gelassen mit Wellen. Ich finde die Hypes gar nicht mehr so toll und auch die Downs auch nicht mehr so schlimm. Welche haben denn eine Chance? Die wirklich zu was stehen, was du vorhin gesagt hast? Man weiß es nie. Eine Zeit lang waren nur die Kakeler angesagt, eine Zeit lang die schweren, die wissenschaftlichen, jeder zweite Satz auf Latein. Nein, gab es so eine Welle. Und der ganze Publikum, ja, ja. Ja, ja, genau. Und ich daneben so, jetzt komme ich gleich. Hatte die Latein. Ich weiß es nicht, kann es echt nicht sagen. Ich bin keine Hellseherin. Jede Situation braucht die Passenden. Und ja. Es gibt in jeder Kohorte immer genügend Passende und die werden dann gerade ein bisschen hochschwappen. Verstanden. Ja. Menschen, die jetzt hier zugehört haben, die sagen, die ist toll, die Sabine. Ich habe mich auch schockverliebt wie der Tobi. Was ist ein Eintrittstor zu dir? Wie möchtest du gerne, dass sie mit dir in Kontakt treten? Webseite, Facebook, was? Schickt Verträge. Schon vorunterzeichnet. Aber nein, ein Einfallstor ist Facebook einfach, weil es schnell ist.
ich bin immer so ein bisschen überfordert von diesen vielen Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Mhm. Messenger, WhatsApp, SMS, also da bin ich noch oldschool. Aber Facebook gucke ich immer rein. Okay, sehr, sehr gut. Dann machen wir ganz am Ende und dann entlassen wir dich wieder in ein Flugzeug. Kurze Fragen, kurze Antwort. Eine haben wir schon gemacht. Was bedeutet Freiheit für dich? Freiheit im Denken. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Ich liebe dich. Sehr, sehr kurz, sehr pragmatisch. Und der deutschsprachige Raum wird in den nächsten 10 Jahren? An Bedeutung verlieren. Ich bin traurig, dass ich nicht in einem englischsprachigen Land aufgewachsen bin. Dann könnte ich auf der ganzen Welt Vorträge halten. Ich glaube, das Deutsche wird wirklich vernachlässigenswert. Der Einfluss von uns in der Welt. Und die deutschen Dichter und Denker kommen in Vergessenheit. Und der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Ich glaube Eritrea. Ja. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie in diesem Land, also von diesem Land her. Weil es hat eine umwerfende Aura irgendwie, die haben so eine Herzensbildung, die Menschen. Und das ist ein Land, noch nicht vom Tourismus verwüstet. Mit, ich finde, sehr aufrechten Menschen und ich liebe einfach dieses Hauptstadt Land. Asmara, ne? Mhm. Ich bin mal dort von diesem dreistündigen Berg runter zum Meer gefahren. Nach Massawa? Ja, und dann die unterschiedlichen Klimazonen. Ja. Ja. Also, auf nach Eritrea. Wir und die haben gerade einen Friedensvertrag geschlossen mit Äthiopien. Also das hatten wir auch schon besser. Mal, oder? Ja, aber jetzt wirklich. Und es wird jetzt wirklich besser. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke, dass du bei uns bedingungslos Ja gesagt hast, dass du hierher gekommen bist. Euch danke ich fürs Zuhören und wie immer, seid so lieb, gebt uns eine Bewertung bei iTunes. Das war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank. Danke dir. Hat Spaß gemacht.